Nach dem Unentschieden in Sionen warten intensive Wochen auf unsere Jungs vom Stadtclub. Am Mittwoch heisst es zuerst Luzern, am Samstag dann bereits schon Xamax. Doch die erste Hürde, die man nehmen muss, ist gegen den Tabellenführer aus der Innerschweiz. Und dort heisst die Bestimmung ganz klar, die drei Punkte müssen im letzten Grund bleiben, dass der Vorsprung von Luzern nicht grösser wird. Die Seite ist sicher immer schwierig zum Spielen. Es war ein Auswärtsspiel und eher ein Kampfspiel. Und, da denke ich, wenn wir sicher die drei Punkte abhalten. Und, ich denke, es erwartet uns ein ähnliches Spiel, weil Luzern hat auch in der Offensive ihre Stärke und in der Defensive sind sie halt anfällig und das wollen wir ausnutzen. Wir müssen besser spielen als gegen Zittern, das ist klar. Wir waren gut, in guter Atmosphäre in der Mannschaft. Aber spielen wir mit dem Ball, wir müssen verbessern. Ja, jetzt ist es sehr kalt, aber ich komme aus Schweden und in Schweden ist sehr, sehr kalt. Luzern ist eine sehr gute Mannschaft und wir müssen spielen sehr gut morgen gegen Luzern. Und dann viel heißt, wir kommen zurück mit ein oder drei Punkten und wir wollen haben die drei Punkte morgen. Ja, sie sind momentan Leader, aber wir wollen diese drei Punkte und morgen wir geben alles im letzten Grund für einfach das Spiel gewinnen. Wenn es also um die Anzahl Goal im Training geht, dann sind wir sicher bereit für den Tabellenführenden von der Axpo Super League. Jetzt heisst es nur noch am Mittwoch, 7:45 FC Zürich, FC Luzern. Elli und Ersam AG, Ihres Autohaus mit Stil.